Guten Tag. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Klar, ich hätte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Was, der exakte Vogelsound ist doch auch in Siedler 3? Selbst wenn. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich will gedisst werden. Wer hat das hier das Sagen? Ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Finde ich. Nein. Lass uns lieber über was anderes reden. Aber behalt's für dich. Muss ganz schön sein. Ich halte mich da lieber raus. Aber behalt's. Gardisten. Wenn du weißt. Man muss eben aufpassen, was man rum hat. War nicht besonders. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal habe kein Erz. Sind wir da. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ich glaube, der greift uns irgendwann an. Lass uns lieber über was anderes reden. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Bloodwin. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Jetzt habe ich schon verkackt, wa? Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Nein! Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Man darf auch nicht alles glauben, das kann schon sein. Ich glaube kaum, dass. Nein, wir machen halbe halbe. Oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Erstmal abwarten. Okay, okay. Halbe halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ich habe ja gerade gespeichert. Ich mach das jetzt mal. Einfach um zu sterben. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Ach so. Das passiert mir nicht. Kann echt schon sein. Das wäre schon lange geklärt. Na dann gehe ich noch mal ganz kurz mich ausrüsten, ja? Oh, Diego. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Okay. Mach's gut. Da darf ich nicht rein, oder? Wow. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich muss in die Burg, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Schlüssel. Ach, Schlüssel.
Wie klappt das? Wie geht das? Verlass dich auf jemanden. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager einer... war nicht besonders schlau. Was? Ganz an... Gequatscht wird vielfach. Ich dachte, okay. Das wäre schon lange geklärt. Ich bin... Gut! An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich höre eben gar nichts dazu. Ich höre nicht mehr auf das... Lass uns lieber über was anderes reden. Kann schon sein. Ich will diese Truhe aufmachen. Also nach oben ist also auch eine Richtung. Hä? Das ist komisch, weil... Alter, wie lang ist denn das? Wow. Ach, da drin sind Dietriche. Okay, mehr Pfanne. Wasser, Käse. 120 Erzbrocken. Wow. So, ich speichere jetzt aber mal woanders. Weil ich Angst habe, dass ich rausgehe und einer einen Diebstahl oder sowas anzeigt. Und dann habe ich verkackt. Ich halte mich da lieber raus. Und du wurdest nicht mehr erwischt beim Klauen. Magic. Ach, das war ein... Ja, bitte? Hey, du! Darf ich da nicht reingehen? Was hast du da drinnen getrieben? Lass mich mal vorbei. Das ist für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Lass mich mal vorbei. Das ist wirklich nicht mein Problem. Lass mich mal vorbei und er dreht sich um? Also Leute, Eritos solltet ihr niemals unbeaufsichtigt in eurem Haus rumlaufen lassen. Oh nein. Don't do it. Ich habe zu viel von Zelda gelernt. Alles kurz und klein schlagen. Zu viel von Monkey Island. Alles könnte praktisch sein. Alles mitnehmen. Hey, du. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Sorry. Hi. Hi. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Hallo, Graham. Was willst du? Mit dir reden, Graham. Ich möchte eine Karte kaufen. Hallo, Graham. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten.
Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. Skizze. Karte zur alten Mine. Übersicht Lager. Kann man eigentlich schleichen? Ah, Numpad. Ah? Komische Taste. Keine Ahnung. Numpad Insert. Das klappt ja super. Ich kann nicht mal mich selbst unbeaufsichtigt wohin lassen. Da soll ich noch auf ihn aufpassen? Ich hab... Numpad Mull ist Multiply, oder? Das geht halt auch nicht. Mach mal C. Fähigkeiten müssen gelernt werden. C, nichts passieren. Aber schleichen muss ich lernen? Ja, da steht Numpad Insert, aber ich kann es halt nicht löschen. Jetzt habe ich es gelöscht. So. C kann ich drücken, nichts passiert. Zack. Umsehen, R. Zack. F. Also C kann ich noch nicht. Ich drücke C, nichts passiert. Hoch. Kiste hat er nicht aufgemacht. Aber ich kann es nicht löschen. Jetzt habe ich es gelöscht. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Sly ist doch bestimmt ein Dieb. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Was denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Arena. Darf ich hier oben sein? Okay, wenn ich eine Karte klauen soll, muss ich das wahrscheinlich abends machen. Buddler, Kessel, Buddler. Mehr Buddler.
Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Sorry. Man muss es ja testen, ob man reingehen kann, nicht? Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was willst du? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay, warum will er die Waffe nicht mehr verkaufen? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Machst du das denn echt auch? Was genau? Mit Leuten reden? Absolut idiotisch. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Ja, ist das, wo ist der Marktplatz? Einfach in Häuser reingehen? Ja, natürlich. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Bei mir bist du richtig. Ja, ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Der letzte Scheiß. Kostet 110 Erz. Interessiert? 110. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Whistler, wolltest du? Nee, das dein Verkauf das mir nicht. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Oh, ganz kurz einen Herzinfarkt bekommen. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder Schisser. Zeig mir deine Ware. Wow. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich kann Erz kaufen? Moment. Kaufe ich dann Erz für Erz oder was ist da das Prinzip? Kann schon sein, aber wen interessiert. Ach so, nein, ich kann. Ja, was rede ich da? Natürlich nicht. Ich kann dem Sachen dafür reinlegen. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Naja, gut, das kann schon sein. Becher. Ich denke mal, dass ich Fleisch auch kochen kann später. Ja. Rostiges Schwert. Die Spitze. Eine behalte ich, also die behalte ich mal. Vielleicht kann ich die nachher noch benutzen für irgendwas. Und auf seiner Seite. Kurzschwert. Bauernwehr. Lurkerbiss. Rate mal, wo seine Dienstreisen hingingen. War eine Einbruchsdienstreise. Wunderdorn. Ja gut, benötigte Stärke. Ich weiß nicht, wie viel Stärke ich habe. Deswegen, verkaufen wir mal für... Für nichts, weil ich falsche Knopf gedrückt habe, oder? Ja, für nichts.
Wie schließt man das jetzt ab? So nicht. Enter? Ah. So, Schwert zurück. Wenn er einfach reingeht, dann ist es ja kein Einbruch, oder? Nur Hausfriedensbruch. Ich nenne es, ungefragt zu Besuch sein. Ja. Fisk will jetzt 110 Erz, ja? Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Ich kriege das Schwert nicht hier, hast du deine 100 Erz. Das wäre super. Nein, hier. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Nö. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Mach's besser. Wie war das Stat-Fenster? Ich hab keine Ahnung. Falscher Knopf. Spielerstatus S oder B. Da. Keine Gilde. Ungeübt. Magie nein. Spezialfähigkeit Schleichen nein. Mhm. Diebestalent. Chance des Versagens 90%. Naja, Quick Save und Quick Load macht Dietrich-Nutzung eigentlich, ja, zu 100% erfolgreich. Pfannen sind echt wertvoll. Da sind zu viele in der Nähe. Doch kann ich nicht reingehen. Bei den Truhen setzt er sich immer hin, aber nichts passiert. Hä? Oh! Nice. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Dann gehe ich da nicht wieder rein. Ist das okay? Schön. Ich würde aber gerne mal Dietriche kaufen bei unserem Herrn hier. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Ist das eine Droge? Wahrscheinlich. Was ist Sumpfkraut? Naja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Nein, danke. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Hier ist wieder eine Karte. Teurer Spaß, wir haben 200.
Dass ich, also Münzen kann ich auch eintauschen. Okay. Ich will auf jeden Fall gucken, ob ich die Karten klauen kann. Aber ich kann auch nicht schleichen und dafür muss ich erstmal aufleveln. Um zu gucken, was ich da machen kann. Hi. Die richtige Entscheidung. Ich hätte doch einfach mit dir reden wollen. Mordrak. Nee, Mordrak. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ach, ist das der aus dem anderen Lager, oder? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Show me what you got. Zähne. Das passiert mir nicht nochmal. Das passiert mir nicht nochmal. Also du verkaufst jetzt nichts, was mich interessieren würde. Danke. Das passiert mir nicht nochmal. Was ist das hier? Das wird ja der Ausgang. Zum Glück hat das Spiel ein unbegrenztes Inventar für den Sammler in dir. Das wusste ich noch nicht. Unbegrenzt? Oh ja. Man darf auch nicht alles glauben. Oh ja. Erstmal ab. Lass uns lieber über was anderes reden. War doch klar, dass das er. Man darf auch nicht alles glauben. Wahrscheinlich hast du recht. Absolut. Dann muss ich ja gar nicht drauf achten, was ich mitnehme. Einfach immer alles ins Inventar kloppen. Das ist wirklich. War doch klar, dass das Ärger gibt. War doch klar, dass das Ärger. Hey du, kluges Kerlchen. Glückwunsch. Oh. Die sind echt nervös. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Na, da kann ich nicht reingehen. Eine große Truhe. Aber es wird auch jedes Haus probiert. Ja, natürlich. Sicher das. Selbst wenn einer im Türrahmen steht. Man weiß ja nicht, vielleicht ist er ja eigentlich ganz nett zu mir. Hey du hast da drin nichts verloren. Setz dich ruhig wieder hin. Der letzte Scheiß. War doch klar, dass das Ärger gibt. Also wenn wir hier rausgehen, habe ich auf jeden Fall eine gute Waffe und eine gute Rüstung. Ich glaube, es wird eine 100% Run. Hey du! Klar, dass das Ärger gibt. Sorry. Die richtige Entscheidung. Okay, die haben auch Namen. Die sind auf Zack hier. Muno.